Mario Allcoins. Ja, Allcoins gehen ganz. Macht endlich mal Allcoins. Ja, machen wir jetzt. Na, fangen wir wie immer mit Litecoin. Fangen immer wieder an, wie immer, mit einem Kommentar für den Algorithmus und Like-Button. Und dann hauen wir auch direkt rein. Achtung, Litecoin. Nachdem wir die rote Linie überschritten haben, dann einen Retest der unteren roten Linie gehabt und dann dieses, ja, diese Art Flagge gebildet haben, Triangle oder was weiß ich, und wir gesagt haben, hey, sollten wir hier diesen Punkt überschreiten, da ist noch die Linie drin von gestern drin, dann rein in die Nummer. Auf Stundenbasis ist das mit dieser grünen Kerze hier passiert, dann haben wir das Ganze angetestet und da gab es die Explosion, denn wir haben hier noch die Zeichnung drin von gestern Abend. Sollten wir diesen Punkt überschreiten, ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier diese 120, 121 anlaufen. Kladatsch, 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 und jetzt mal sehen, wenn wir das Ganze auch noch überspringen, ja moin, ja, dann sehe ich aber auch heute den richtigen Pump bei Litecoin, dann kann das durchaus mal noch eine Nummer höher gehen, und zwar hier bis auf die 126,30 und dann kommt hier ungefähr bei 132 eine super wichtige Resistance auf uns zu, das ist eine Zone, und zwar hier zwischen der 133 ungefähr und der 138. Aber sollten wir das mal nach oben hin überwinden, dann ist auch die 150 in Reichweite. Im Moment sieht es sehr gut aus bei Litecoin. Sollten wir hier wieder runterkommen und dann auch diese aufsteigende goldene Linie, also diese hier, mal wieder nach unten hin unterschreiten, ja, da muss ich nicht viel dazu sagen, dann werden wir logischerweise sofort wieder hier auf Rot aufschlagen. Und dann ab runter zu 109 und 107. Jetzt gerade macht das kein Anzeichen. Jetzt gerade sieht alles gut aus. Jetzt gerade hoffe ich, dass der eine oder andere in diesem Trade drin ist. XRP haben wir gestern Abend noch darüber gesprochen, dass auch hier das Ganze möglich ist. Ne? Stundenbasis, Ausbruch, Retest rein und dann war das Ganze hier ungefähr bei 82,7 Cent möglich. Rein in die Nummer und wir haben gestern Abend gesagt, dass wir dann für morgen, also sprich für heute hier, dieses Target von ungefähr 87, 88 Cent ins Auge nehmen. Das scheint genauso zu passieren. Auf Stundenbasis haben wir dann hier noch ein Triangle gebildet. Ausbruch, dann hätte man hier reingehen können. Ja, und jetzt kommen wir so langsam mit diesem Wick hier in diese Area. Auf Tagesbasis sieht es dann wie folgt aus. Die 87, 87, 87, 5, grob von mir aus, 88, wenn ihr wollt, ist eine wichtige Marke auf Tagesbasis, denn ihr seht, dass wir hier gescheitert sind, also genauso wie hier gescheitert. Hier geschaltet, am nächsten Tag dann ein dickes Breakout und hier wieder reingefallen. Und seitdem ist es auch wieder Widerstand. Einmal, zweimal, naja, knapp dreimal, viermal. Ne? Da müssen wir drüber und von dort aus haben wir dann mit Sicherheit die Möglichkeit, hier wieder diese goldene aufsteigende Linie anzutesten, die verläuft bei 92 Cent. Sollten wir die mal noch umhin brechen? Jo, 1 Dollar. Herzlich willkommen bei XRP. Auch das wäre sehr, sehr schön, nach so langer Zeit mal wieder die 1 Dollar wieder zu sehen. Für mich bleibt es einfach dabei, sollten wir vom aktuellen Punkt einfach diese goldene aufsteigende Linie nach unten hin durchbrechen, ist dieser Pump vorbei, dann geht es deutlichst in die Korrektur. Cardano, 3% haben wir gestern Abend auch noch besprochen, mussten wir aber, glaube ich, nicht besprechen, denn das war eine sehr, sehr schöne Flagge, aus der wir dann ausgebrochen sind, Breakout und dann rein, bis auf die rote Linie nochmal runtergekommen, genau auf diesen Breakout-Punkt, und jetzt haben wir das Ganze auch hier überwunden. Ebenfalls 93 Cent bei Cardano, relativ wichtig, auf Tagesbasis werdet ihr das sehen, dass wir das auch schon schön halten sollten, denn von dem Zeitpunkt, wenn wir das nicht gemacht haben, ging es immer eine Etage tiefer, ne? Immer eine Etage tiefer, also wenn wir das halten, sehr, sehr gut, dann haben wir heute oder vielleicht sogar morgen die Möglichkeit, bis auf 98 Cent, vielleicht sogar so ein Spike bis auf einen Dollar, genau wie hier, das Ganze zu machen, ansonsten
Wenn wir den Tag hier drunter schließen sollten, wäre das für mich erstmal kein gutes Zeichen. Des Weiteren bleibt auch hier eine aufsteigende goldene Linie unser super Support. Sollten wir den halten, alles gut. Fallen wir da durch, nicht gut diese, das ist diese aufsteigende Linie, 4 Stunden Kloster drüber, dann sofort zurück auf 85 Cent, wenn die bricht. Ungefähr 78 bis 74 Cent. Wir kommen wie Chain. 4% plus. Auch hier haben wir gesagt, hey Leute, wenn wir diesen Ausbruchspunkt hier überschreiten, dann ist das Ganze möglich. Das war hier an dieser Kerze war das Ganze möglich. Seitdem ziehen wir weiter. Heute für mich das Target hier oben, die 5,5. Na, wenn wir da hinkommen, sollte sich jeder überlegen, alles klar, Stop-Loss auf Break-Even oder Teilprofite nehmen und dann gucken wir mal weiter. Des Weiteren ist der langfristige Aufwärtstrend immer und weiterhin so lange intakt. Und wir sehen jetzt ganz nochmal kurz hier, das ist auch wieder ein höheres Hoch. Also, ne, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Ja, alles gut, Aufwärtstrend intakt. Aber sollten wir diese goldene Linie auch hier nach unten hin und über unterschreiten, dann ist meiner Meinung nach auch der Pump bei VeChain vorbei und dann werden wir auch hier eine deutliche Korrektur sehen. Es ist immer wichtig, die zwei Seiten im Auge zu haben, das mögliche Potenzial zur Oberseite, aber auch der Blick nach unten, ganz, ganz wichtig. Hier Solana 4% im Plus, auch hier ist die Zeichnung noch drin von gestern Abend. Falls wir zurückkehren sollten über diese grüne Linie, über die 89,90 $, dann ist das Ganze möglich, reingesprungen in die Nummer, jetzt kommen wir und da werden wir gleich anschlagen in diese Region von $93, das ist eine Tageslinie, dazu kommt eine begrenzende diagonale Tageslinie von oben, das seht ihr mit Auflagepunkten als Support und seitdem als Widerstand, sollten wir die auch noch nach oben hinnehmen, jetzt gerade verlaufen bei 93 Cent, ja, ich glaube, dann können wir vielleicht auch in den nächsten Tagen über 98 oder sogar über 101, wenn wir ganz viel Glück haben, über 105 sprechen. Und sollte das nach oben hinbrechen, dann wird es mit Sicherheit mal einen kurzfristigen Pump so in die 120 gehen. Solana sieht jetzt gerade ganz gut aus. Sorgen würde ich mir jetzt hier auch nicht machen in Richtung Süden. Allerdings sollte dann vielleicht auch klar sein, wenn wir nochmal hier unter diese Linie kommen sollten, dann ist die Nummer bei Solana ebenfalls vorbei. Dann wird es auch hier eine Korrektur geben, wahrscheinlich in Richtung so $82. Link 4,8% im Plus, auch hier haben wir gesagt, alles klar, diesen Punkt müssen wir überschreiten, das haben wir mit der Kerze gemacht und dann werden wir hier rot erreichen, da sind wir im Moment genau angeklatscht. Jetzt warten wir auf, was hier passiert, das ist ebenfalls eine begrenzende Tageslinie, die wir nach oben hin brechen sollten und dann kann es auch deutlich hochgehen, wenn das passiert, denn hier Begrenzung. Jetzt genau angeschlagen, 15,88, wenn wir die noch umhin brechen, dann vielleicht noch psychologisch die $16 rausnehmen, dann kann es auch mal recht schnell in Richtung 17 gehen. Des Weiteren bildet sich jetzt hier möglich auf dem Tageschart, naja, für mich nicht so schön, ein W-Pattern, wahrscheinlich eher ist das hier eine Cup mit einer wunderschönen Handle-Formation, also eine schöne Tasse und wenn das Ganze nach oben hin brechen sollten, dann haben wir von 15,29 ungefähr, ja, dann könnten wir sogar hier in die Richtung dieser goldenen Linie kommen. Ne? Was heißt, wenn das gebrochen werden sollte? Es ist ja gebrochen. Ne? Hier ist die Begrenzung. Hier mit dieser Kerze ist es gebrochen. Wenn wir hier drüber kommen, wie gesagt, erstmal Target ins Auge $17. Dann können wir auch über 18 oder weiter hoch sprechen. Was macht Luna? Sehr, sehr interessant, sehr, sehr komisch, aber immer wieder zu beobachten. Luna streikt ein wenig, während alles andere ein bisschen steigt. Und genauso umgekehrt. Wenn alles ein bisschen streikt, dann steigt Luna. Auch hier sollten wir diese Linie nach unten hin unterschreiten. Dann sehe ich als nächstes Target die 87. Das wäre jetzt hier im Fall dieser Knotenpunkt. Dann können wir hier nochmal die 87 wiedersehen. Sollten wir das weiter halten und dann sage ich mal hier, diese Art Flagge oder diesen Kanal nach oben hin verlassen, dann werden wir auch wahrscheinlich die 101 wiedersehen, denn der Aufwärtstrend hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter mit höheren Tiefs und höheren Hochs ist eigentlich bei Luna auf
4 Stunden Basis. Vollkommen intakt. Und von daher mache ich mir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Sorgen darüber. Kommen wir zu den Coins, die ihr euch gewünscht habt. Das sind diesmal einige, deswegen wird das Video wahrscheinlich ein bisschen länger. Zcash. Mal wieder. Auch hier haben wir gesagt, sollten wir die rote Linie nach oben hin überschreiten, ist das Ganze möglich. Bam, in die nächste rote rein. Jetzt hier diese Art Flagge gebildet. Nach oben hin ausgebrochen. Rein in die Nummer. Und jetzt erwarten wir, dass wir hier oben die ungefähr 197 bis 200 nochmal antesten. Wer nicht in diesem Trade drin ist, der wartet darauf, dass diese Wicks hier rausgenommen werden auf 100 auf Stundenbasis. Das sind ungefähr die 185. Und dann haben wir die Möglichkeit, die 197 oder auch die 200 zu erreichen. Auf Tagesbasis sollten wir natürlich dann hier nicht wieder diese aufsteigende goldene Linie nach unten hin durchschreiten, denn dann folgt direkt die nächste und wenn wir die auch noch durchbrechen, dann ist die Nummer sehr, sehr wahrscheinlich vorbei. Dash, 5,66% im Plus, weiß er gar nicht, was wir da gesagt haben, alles klar, wenn wir hier diese goldene Linie durchbrechen, dann geht es deutlich runter, das ist nicht passiert, wir haben aufgesetzt, wir haben sie als Support benutzt und ziehen seitdem weiter hoch an einer richtig, richtig schön gezogenen Linie. Ne? Das seht ihr, wenn ich das jetzt hier mache. Ja, ne? Sehr, sehr schön. Allerdings hier, sollten wir das unterschreiten, dann ist das auch für mich die erste, ja, das erste Anzeichen dafür, die grüne Linie. Sollten wir die nach unten unterschreiten, ist das auf 4-Stunden-Basis. Das ist das erste Anzeichen, dass es abwärts geht. Denn von diesem Zeitpunkt aus und diese Marke liegt ungefähr bei 122, wird es runtergehen auf 114 und bricht die, müssen wir hier den langfristigen Aufwärtstrend bei 100 oder, ja, das heißt langfristig, aber diesen aktuellen Aufwärtstrend bei 100 halten. Ansonsten kriegen wir richtig auf die Backen. Ansonsten sieht es gut aus. Hinterher springen würde ich jetzt hier gerade in diesem Moment nicht, sondern darauf warten, dass wir vielleicht hier runterkommen. So eine Art Flagge bilden oder Triangle und dann beim Ausbruch hier wieder reingehen. Dome, mache über was macht Dome, haben wir ewig nicht besprochen, hat sich auch ewig nicht gelohnt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was hier so geht. Begrenzungslinie immer noch aktiv, allerdings war hier die Möglichkeit, in diesen Trade zu gehen, hier unten und jetzt gerade wieder. Also vor ein paar Stunden war das hier die Möglichkeit, in diesen Trade hineinzugehen. Jetzt würde ich das Ganze nicht wagen, sondern darauf warten, dass wir auf Stundenbasis hier diese rote Linie rausnehmen, denn ihr seht, die ist eine gute Begrenzung. Das ist Support, das war Support und das ist alles Widerstand. Sollten wir eine Stundenkerze schließen über der Marke von 5,37 Cent, dann wäre ich in diesem Trade drin, dann können wir, haben wir durchaus die Möglichkeit, hier oben nochmal hinkommen auf die 5,7, vielleicht sogar die rote Begrenzungslinie. Und das war hier eine Tages-Support- und Resistance-Mark. Mario, was macht denn Bitcoin Cash? Ja, genau das, was wir besprochen haben. Hier steht es noch drin, 350, wenn wir das nach oben hin überwinden. Richtig, das ist noch alles da. Das ist noch alles in Play. Und solange wir hier diese goldene aufsteigende Linie auf Stundenbasis nicht nach unten hin unterschreiten, ist der Aufwärtstrend auch weiter intakt. Genau das, was wir gewollt haben, ist hier passiert, denn wir haben auf dieser goldenen Linie einen Ausbruch gehabt, einen Retest gehabt, einen Follow gehabt und dann haben wir gesagt, alles klar, dann haben wir auch die Möglichkeit, die 350 zu erreichen. Wir sind aktuell bei 352, also alles sehr, sehr gut getroffen. Also, auch hier würde ich mir keine Sorgen machen. Die Sorgen wären größer, wenn wir durch Gold fallen, Gold aufsteigen und dann auch hier den Support, den wir benutzt haben, um in diesen Trade reinzugehen, wenn wir den nach unten hin unterschreiten. Dann werden wir relativ schnell die 315 wieder sein und sollten wir Gold hier auch nochmal nach unten unterschreiten. Alles klar, herzlich willkommen zu 280. AMB, 4,65% im Plus. Auch hier im Moment würde ich gar nichts machen. Warum nicht? Wir sind auf 4-Stunden-Basis und auch auf Tagesbasis könnt ihr das sehen. Wir sind hier gefangen in dieser Zone. Wir müssen drüber ausbrechen. Das ist die Marke von ungefähr 17 Cent. Kommen wir da drüber, kann ich versuchen, den Trade zu nehmen in Richtung 17,8 oder vielleicht sogar hier in Richtung 8. Das ist das 19 Cent. Ja, schön. Aber das ist jetzt gerade noch nicht passiert. Und ihr seht hier diese super geile aufsteigende Linie. Sollten wir darunter kommen, dann werden wir grün nochmal anlaufen bei 14,7. Waves feiert seit Wochen seine eigene richtig, richtig krasse Party. Das ist natürlich mega heftig. Das sind prozentuale Anstiege von tief bis zum Hoch in Höhe von 330% in 27 Tagen. Herzlich willkommen.
willkommen. Herzlichen Glückwunsch an jeden, der in diesem Trade drin ist und der vielleicht auch mal diese Linien hier benutzt hat, denn die waren relativ gut als Begrenzung. Support. Diese Linie ist jetzt weit entfernt, zum Glück, denn wir konnten diese einfach kopieren und hier wieder anlegen, haben Support, 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 möglicherweise, wenn wir hier runterkommen. Na, wenn wir runterkommen und das ganze Ding brechen, dann werden wir hier auf Grün aufschlagen, sollte das brechen, auf Gold und falls das noch bricht, hier diese Zone bei $22, dann ist der Pump vorbei. Dann kann es relativ schnell Richtung 20 und 18 Dollar gehen, aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Waves sieht soweit noch gut aus. Wenn ich nicht in diesem Trade drin wäre, stellt sich natürlich die Frage, ob ich Lust habe, nach diesen Anstiegen hinterher zu springen. Denn auf Tagesbasis, meine ich, ist das auf Tagesbasis das auch zu sehen, eine bärische Divergenz ein. Achtung, höher RSI, das seht ihr hier, bei, Entschuldigung, ein niedriger RSI bei einem höheren Kurs. Das ist eine bärische Divergenz, die irgendwann in Richtung Süden ausspielen kann. Im Moment sieht es noch nicht danach aus, aber wenn das Ganze passiert, kann es auch mal richtig zügig in Richtung Süden gehen. Mario, kannst du mal Conti gucken, kann ich gucken, lohnt sich aber überhaupt nicht. Wir brauchen erstmal ein Tagesclose über der geroten Linie, das ist 22 Cent, dann haben wir die Möglichkeit, in Richtung 24 Cent oder vielleicht sogar 25 Cent zu kommen. Solange das nicht passiert, mache ich da gar nichts. HBAR 1,7% im Plus, auch hier ist das Ganze erstmal schön, dass wir hier ein bisschen hochkommen, aber für mich zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Long Trade, der sich lohnen würde. 4 Stunden Close unter dieser goldenen aufsteigenden Linie, die wird uns sofort auf Grün führen. Sollten wir die nach unten durchbrechen auf Tagesbasis, kann ich mir vorstellen, dass wir die 19,7 Cent nochmal wieder sehen. Aktuell sieht es wie folgt aus auf Tagesbasis. Guck mal hier, wir sind genau an dieser grünen Kerze. Sprich, haben wir einen 4 Stunden Close über der 21,7 Cent, kann ich das probieren in diese Richtung 22,5 Cent und da dann Profite nehmen. Teilprofite oder Stop-Loss auf Break-Even, wie jeder mag, aber das müssen wir erstmal überwinden, sonst würde ich da jetzt gerade nicht reinspringen. Ah, das ist diese Begrenzungslinie hier. BOC, Achtung, auch hier relativ neuer Coin und hier könnte sich ein wunderschönes auf Tagesbasis W-Pattern anbahnen. Das ist wirklich mustergültig. Dazu brauchen wir aber auch hier einen Tagesclose und der Tagesclose kommt gleich theoretisch hier. Ah, das ist diese Begrenzungslinie, an der wir schon ein paar Mal gescheitert sind. Sollten wir das Ganze nach oben hin brechen, haben wir relativ schnell die Möglichkeit, auf $1,80 anzusteigen und danach ist das Target $2,20, $2,40, also in 20 Cent. Mal hier beobachten, das könnte schön werden, wenn wir das nach oben hin brechen. Dann ist der Norden sehr, sehr wahrscheinlich. Das war es für das Allcoin-Update. Ihr wisst, wie das Format funktioniert. Wenn ihr Bock habt, dass ich morgen einen von euren Coins mit reinnehmen soll, dann ab in die Kommentarfunktion. Ansonsten gerne einen Gruß oder ein Like da lassen. Wir sehen uns heute Abend zum Abend-Update.